Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky. Und ihr braucht garantiert die Grandma-Checkdecke. Mummelt euch ein, haltet euch fest. Ich wünschte, ich könnte es machen, aber ich kann es leider nicht, denn ich brauche meine Hände dafür frei. Denn es geht wieder um eine neue, verfluchte Nummer. Ja, ihr hört richtig. Ich habe mich wieder auf die Suche begeben nach neuen verfluchten Nummern. Ich habe euch ja gesagt, ich habe zwei gefunden, die angeblich funktionieren sollen und sehr gruselig sein sollen. Also ja, habe ich sie abgespeichert, aber ich habe noch nicht geschaut, ob mir irgendwas angezeigt wird, ob sie tatsächlich funktionieren, wie die Leute sagen. Das werden wir heute ausprobieren zusammen um 3 Uhr nachts zur Teufels- und Dämonenstunde. Und wir fangen mal an mit der ersten, die mich am meisten interessiert. Und zwar ist die Rede von der verfluchten Nummer von Garten of Banban. Ja, kennt ihr das? Erinnert mich ein bisschen an Poppy Playtime, Huggy Wuggy und so. Rainbow Friends. Ich habe ja schon solche verfluchten Nummern ausprobiert und ich bin gespannt, was es mit der auf sich hat, weil die soll sehr creepy sein. Mal gucken, was uns erwarten wird, Leute. Ich stelle mir es ein bisschen seltsam, aber auch, ja, gruselig vor. Wir probieren es einfach mal aus und schauen zusammen. Und Leute, wenn ihr wollt, dass ich auch noch die andere verfluchte Nummer ausprobiere. Alter, was ist das? Was ist das schon wieder? Bei dem Wort verflucht, bei 3 Uhr, bei Megan, irgendwie dreht das da immer durch. Sorry, aber nein. Hör auf damit. Mittlerweile rede ich mit dem Licht. Ist das auch normal? Ich glaube nicht. Jedenfalls, wenn ihr auch noch wollt, dass ich die andere verfluchte Nummer ausprobiere um 3 Uhr nachts, die kann locker da, glaube ich, mithalten. Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben dabei. 15.000 Daumen nach oben. Werde ich sie ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ihr es schaffen werdet. Schafft ihr das? Schreibt mir gerne wieder eure Spooky Stories unten in die Kommentare, Leute. Ich bin mega gespannt, was euch mal so Seltsames, Unheimliches passiert ist. Was euch vielleicht auch keiner glaubt. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Und ich würde sagen, ich laber jetzt nicht so viel. Ich mache alles bereit. Verbinde mein Handy mit einem Notebook. Und dann schauen wir einfach mal zusammen erstmal auf WhatsApp. Vielleicht funktioniert auch FaceTime. Und ja, wir schauen einfach. Let's go. Ab ins Verderben. So, Leute, dann wollen wir mal schauen, ob mir was angezeigt wird. Okay, ich gebe das jetzt ein. No way, da ist ein Bild drin. Oh mein Gott, wie gruselig sieht das denn aus? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Alter, die haben so leuchtende rote Augen und... Da ist genau das Monster drauf, was ich nicht mag. Also, ja, ich bin mega gespannt, ob die Nummer tatsächlich noch funktioniert, ob sie aktiv ist, wer oder was dahinter steckt, ob es nur ein Mythos ist. Und ja, wir überzeugen uns mal davon selbst. Mal gucken, was passiert, wenn man diese komische Nummer anschreibt. Da stand nur Garten of Banban Nummer. Da stand nicht irgendwie von Jumbo Josh oder was weiß ich. Also, ja, ich bin gespannt, mit wem wir es danach zu tun haben werden. Ich habe auch Angst vor Hackern, Leute. Wie schreiben wir die Nummer denn an? Hallo? Wird zugestellt? Ich sehe nur einen Haken. Ist da... Es ist nur ein Haken. Doch, zwei. Zwei Haken. Leute, es wurde zugestellt. Lesebestätigung habe ich ausgestellt. Ich habe auch kein Bild drin. Nichts. Also, ja, nicht wundern. Aber, oh mein Gott, direkt online gekommen. Gott, die Nummer schreit. Das ging ja voll schnell. Warum habe ich Angst vor so einem grünen Ding da? Willkommen in Banbans Kindergarten. Verdammt, was ist das? Das ist so gruselig. Wie heißt du denn? Sage niemals verfluchten Nummern deinen Namen. Sag es niemals. Ich könnte jetzt Emily Fischer sagen, aber ich weiß nicht so ganz, ob das noch funktioniert, Leute. Ich habe das Gefühl, dieser Name ist mittlerweile auch verflucht. Sorry an alle Emily Fischers. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht meist schief. Deswegen weiß ich nicht, ob wir es sagen sollten. Ich sag einfach, das sage ich dir nicht. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut, oder? Die Nummer schreibt. Oh mein Gott, warum grusel ich mich so sehr? Du redest wohl nicht gern mit Freunden? Sorry, aber wir sind nicht Freunde. Alter, seit wann wollen verfluchte Nummern mit mir befreundet sein? Bei Megan war das schon zu viel für meine Nerven. Was sage ich denn dazu? Nein, ich sag nur nichts über mich. Wer weiß, wer wirklich hinter eurer Nummer steckt? Das könnte sonst wer sein, ne? Das finde ich gerade so gruselig an verfluchten Nummern. Die findest du halt einfach random im Internet und dann... Ja, aber wir sehen doch süß aus. Nein. Warte, hier kam ein Bild. Der hat mir ein Bild von denen geschickt. Also findet jemand die süß? Also ich nicht. Uns kannst du vertrauen. Alles klar, Leute, alles klar. Wer schon sowas sagt, den kann man nicht vertrauen. Die sehen sehr creepy aus. Ich mag auch dieses komische lila Monster mit seinen zwei Zähnen nicht. Nee, lieber nicht. Ihr seid in Wirklichkeit... Nämlich nur böse Monster. Sollte ich mal nachfragen, stimmt es wirklich, dass jemand bei euch vermisst wird? Ich habe Angst, das zu fragen. Das hätte ich nicht gesagt, du böses Kind. Okay, das gibt mir ein bisschen hier Elf und the Shelf-Vibes. Leute, wirklich.
Was bin ich böse? Das ist eine normale Frage für die, okay? Nett zu sein kostet nichts und du solltest jeden Freundlichkeit zeigen. Ich war doch nett. Naja, okay, nicht wirklich, aber süß sind die nicht. Ich war nur ehrlich. Sag mir so, ich war ehrlich. Willst du etwa in die Ecke für die bösen Kinder? Okay, ich glaube, langsam wird es creepy, Leute. Es wird sehr creepy hier. Ich bin bestimmt nicht böse, sondern ihr. Da solltet ihr eher stehen. Was in die Ecke für die bösen Kinder? Also die Nummer ist noch online, aber die schreibt gerade nicht. Uga Buga? Digga, no way. Das ist doch eine Scherznummer, oder? Buga Uga. Boah, ernsthaft. Was ist das jetzt? Was ist das? Okay, das kann ich jetzt überhaupt nicht ernst nehmen. Oh mein Gott, was ist das für eine Nummer? Was habe ich da aus dem Internet gefischt? What the? Das ergibt nicht mal Sinn, ey. Geist, wie auch immer da gerade anwesend ist, für extra Grusel. Dankeschön. Okay, Nummer schreibt schon wieder. Ich weiß echt nicht, was davon halten soll, Leute. Isst du auch dein Gemüse und Obst, um so stark wie ich zu werden? Hä? Was ist das jetzt für ein Themenwechsel so? Hä? Wieso fragst du mich sowas? Hast du oder nicht? Das klingt ein bisschen bedrohlich, muss ich schon sagen. Ja, ich esse immer mein Obst und Gemüse. Was ist das für eine weirde Frage? Hat mich sowas jemals eine verfluchte Nummer gefragt? Also, Opila hat noch nichts gegessen. Ist es nicht dieser Vogel da? Sie hat Hunger. Auf dich. Oh mein Gott, Leute, es wird gruselig. Es wird richtig gruselig. Wie kommen wir jetzt von Obst und Gemüse auf mich? Hört auf, gruselig zu sein. Wieso betonst du das so? Ich bin kein Snack. Sie hat ein Auge auf dich. Sie beobachtet dich. Oh, Alter. Zu jeder Zeit. Okay. Hilfe. Ich sag einfach, ich habe keine Angst. Weil das ist ja das, was Nummern immer wollen, diese verfluchten Nummern. Ihr könnt mir eh nichts. Klingt das überzeugend? Banban sagt, teilen macht Spaß. Auf was ist das bitte bezogen, ey? Ich will nicht darüber nachdenken. Was bringt mir der Satz? Denkt ihr wirklich, ihr könntet mich vom Gegenteil überzeugen? Ich vertraue euch nicht. Im ersten Augenblick würden einige wahrscheinlich denken, oh, das ist doch voll lieb gesagt und das ist doch gar nicht creepy. Aber Leute, ich finde es creepy. Im Kontext jetzt, so finde ich es gruselig. Ich weiß nicht, das ist nicht so gemeint, wie man denkt. Auf jeden Fall nicht. Lachen ist die beste Medizin, also solltest du viel lachen. Hä, was soll das? Warte. Nimmt Audio auf? Wir haben Audio bekommen! Hä, was ist das denn? Was soll die Sprachnachricht? Wozu kriege ich jetzt ein Audio? Magst du keine Spieluhren? Nein. Und bei solchen gruseligen Sätzen zwischendurch ist mir nicht zu lachen. Und kannst du nicht mal eine Frage beantworten? Mit wem schreibe ich überhaupt gerade? Das ist ja echt so. Mit wem schreibe ich gerade? Was soll jetzt die Audio? Oh, du armes, armes Ding. Magst du Spielplätze? Warum stellt die Nummer mir dauernd Fragen, aber beantwortet gar keine von meinen? Ja, wieso? Sollte ich das schreiben? Ja, eigentlich mag ich Spielplätze, ne? Aber nicht um 3 Uhr nachts. Auch nachts. Ich wusste es, dass es so gruselig wird. Um 3 Uhr. Alter, kann man mich hören? No way. Das ist jetzt gerade richtig creepy. Oder es war einfach vorhersehbar. Ich habe keine Ahnung. Ich find's komisch. Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube aber, ich habe mittlerweile mit so vielen verfluchten Nummern geschrieben, dass ich es einfach schon vorhersehen kann, wohin das führt, Leute. Ich kann es schon vorhersehen. Nein, eher weniger. Okay, was kommt jetzt? Die Nummer schreibt schon wieder. Keine Ahnung, ob da nicht irgendwie so ein, weiß nicht, Hacker hintersteckt oder so. Was ist das? Wenn du Spielplätze magst, aber nicht um 3 Uhr nachts draußen sein willst, dann komm doch um 3 Uhr nachts zu Banbans Kindergarten. Ist das jetzt eine Einladung? Also so eine Einladung habe ich auch noch nie bekommen, aber nein, danke. Sag mir nicht, der schickt mir jetzt einen Standort oder sowas. Schickt mir so eine Karte, wo ich hin soll. Ey, nein, da gehe ich nicht rein, Leute. Ich gehe niemals 3 Uhr nachts irgendwo in so einen Banbans Kindergarten. Wo soll das sein? Mitten im Wald? Dort werden wir zusammen so viel Spaß haben. Warte, Audio. Ey, es kommt schon wieder eine Audio, Leute. Was kommt jetzt? Oh! Leute, habt ihr es gehört?
irgendwie jemand da reingeatmet oder was? Das hört sich voll eklig an. Je länger man schreibt mit der Nummer, desto gruseliger wird es. Nein, danke. Ich finde beides creepy. 3 Uhr und dann noch mit euch. Warte, schick mir bitte nicht wieder eine Audio, ne? Ich möchte von dem bestimmt keine Audio haben. Hinter dir? Was hinter mir? Was soll da sein? Schau einfach. Ich hab Angst. Das Ende ist hier. Warum schickt ihr mir so ein Foto? Aus dem Spiel. Ja, voll lustig. Ey, nicht. Ich schreib schon voll lange mit der, fällt mir gerade auf. Hattest du Angst? Hihihi. Einfach stumpf. Nein. Ach komm schon. Ein kleines bisschen, nicht wahr? Ich finde das creepy, Leute. Mit wem schreibe ich hier? Wir riechen die Angst. Schreibt immer noch, wir fühlen sie. Nimmt Audio auf. Schon wieder. Ey, was kommt jetzt? Was ist das, ein Alarm? Was ist das? Warum schickt mir die Nummer so seltsame Memos? Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ehrlich jetzt, ich finde das verdammt gruselig, Leute. Was soll das? Ist das eine Warnung? Die hat mir bunte Kreise geschickt. Hä? Klingt auf jeden Fall bei euch nicht nach einem tollen Kindergarten. Schon wieder, wenn man vor euch Angst haben muss. Was sollen die Emojis? Diese bunten Punkte da, was soll das? Bitte, Nummer hat geschrieben, wir passen gut auf dich auf. Alles klar, alles klar. Hier bist du niemals alleine oder etwa doch? Hihihi. Ey, wie gestört klingt das bitte? Hört auf damit. Ehrlich, wie hobbylos. Niemals. Leute, ich kriege einen Videoanruf. Was? Soll ich da rangehen? Schon wieder. Oh mein Gott. Gott, ich werde die ganze Zeit angerufen. Leute, die Nummer ruft mich die ganze Zeit an. Leute, was ist das? Hä? Oh, ruf mich lieber um. Warum ist das Englisch? Warum hört sich das so komisch an? Hallo? Alte Kassette, die hier abgespielt wird, oder was ist das? Man sieht hier die Monster. Aber das Rote vor allem. Was ist das denn? Lichter? Das ist das Bild, was mir geschickt wurde. Was ist das für eine Melodie? Warte, das ist Jumbo Josh. Oh mein Gott, Leute, ich habe Angst, ist das ein Anruf? Hä? Was zum Geier ist das? Herzinfarkt, was war das denn für ein komischer Anruf? Irgendwie hörte sich das kurz so an, als würde irgendwie so eine Videokassette eingelegt werden, so eine alte. Fandet ihr nicht? Was war das für ein komischer Anruf? Nein.